Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein neuer Umzugsvlog, es ist wieder mal passiert. Mach mal das Licht an. Ich befinde mich jetzt in einer leeren Wohnung. Ich möchte euch mal eine neue Wohnung zeigen, wo jetzt einiges abgehen wird, wo Silvio kommen muss, Küche einbauen, wo Thomas dabei sein will, helfen beim Tragen. Wir haben ja damals den Umzugsvlog gemacht von Hildburghausen, die Sachen aus der Wohnung alle raus. Das war richtig genial. Wir hatten richtig coole Nächte dann in der leeren Wohnung. Jetzt möchte ich aber mal kurz diese Wohnung hier zeigen. Nach einem Jahr, wo man dort raus ist, nach einem Jahr hier rein. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ihr wisst es nicht, das zeigen wir euch am Schluss. Das ist die Haustür, da kommt ihr rein und habt hier erstmal einen Flur, haben hier drüben das Bad. So, vorher gab es eine Badewanne, jetzt gibt es keine Badewanne mehr, jetzt gibt es hier nur eine Dusche, Waschbecken, hier kommt dann hier Waschmaschine rein, passt. Ist erstmal kleiner, sieht auf jeden Fall kleiner aus, dunkler Boden, der vorher aber eigentlich hell war. Hier kommen wir ins Schlafzimmer. Das soll dann das Schlafzimmer sein. Ihr habt überall diesen super Boden da. Da kommt dann hier ein Bett rein. Ne? Weißt du Bescheid? Liegst du hier? Kannst du aus dem Fenster immer gucken zu den Blocks gegenüber. Kleiderschrank, Fernseher an der Wand, fertig. So muss es dann aussehen. Dann hast du hier drüben das eine Zimmer fürs Kind, ne? Das Kinderzimmer. Kommst du rein, kannst auch wieder hier vorne rausgucken. Siehst immer schön das Grünzeug draußen. Kannst hier sitzen, Tür auf, kannst bis rüber gucken zu den anderen. Und hier ist eine zweite Tür, wo du auch wieder reinkommst ins zweite Kinderzimmer. Das heißt, einer ist außen, einer ist innen, das passt schon. Hier kannst du wieder rausgucken. Hier siehst du auch den Eingang, siehst, wenn die Postfrau kommt und klingelt. Und ja, wer sich das wie einrichtet, das müssen die dann selber wissen. Jonas braucht ja auf jeden Fall jetzt ein Zimmer, deswegen braucht es einen Raum mehr. Hier habt ihr dann die Küche. Das ist die Küche. Die Küche ist offen. Diese Tür haben wir ja beim letzten Mal rausgenommen und haben die in den Keller verfrachtet, weil wir wollten, dass das hier auf ist, dass wenn man reinkommt, man einfach direkt ins Wohnzimmer kann oder rüber in die Küche oder man halt einfach hier durchläuft und dann trotzdem alles hat. Sieht aus wie die Wohnung von meinem Cousin. Hier ist ja immer Streaming-Ecke und so dann gewesen. Wenn ihr hier also so sitzt und streamt, habt ihr das Sofa im Überblick, da hinten die Ecke mit dem Tisch. Hier können wir rausgucken wieder mal. Nicht in den Innenhof, diesmal am Block vorbei und habt sogar ein bisschen Natur. Dann habt ihr einen Balkon hier vorne. Nicht mehr Förderstock, diesmal zweiter Stock. Wenn du rausfällst, ist nicht so schlimm. Hast auch keinen Innenhof mehr, hast nur noch einen einzelnen Block. Also hier Küchenzeile hin, alles. Hast hier auf jeden Fall Raum. Das wollen wir uns jetzt nach und nach irgendwie einrichten und da möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen und mal gucken, was wir alles so festhalten können, wer da alles noch mit dabei ist. Ich freue mich auf Thomas, ich freue mich auf Silvio, Timo wollte da irgendwas machen, Hannes vielleicht. Mal gucken, vielleicht muss es auch nicht so viel sein, vielleicht kriegen wir das ja hin. Und was auch noch schön ist, auch hier die Deckenbeleuchtung ist schön in die Decke reingearbeitet. Die kleinen Lämpchen, der wurde nochmal versetzt, der war irgendwo hier am Rand. Dieses darf nicht sein, der muss in die Mitte. Und jetzt ist er da. So, wir gehen jetzt wieder raus und melden uns, wenn wir die Wohnung ein bisschen einrichten. So, die erste Instanz, die wir haben, ist, hier ist gar kein Klodeckel drauf. Aber Sandra hat jetzt zum Glück schon seit 2 Jahren einen Klodeckel bei sich rumstehen, die sie nie gebraucht hat. Den schmeißen wir jetzt mal da drauf für die Helfer, dass sie auch mal aufs Klo können. So, der Deckel sitzt, ne, mit Schmetterling, ne. Wenn ihr Bock habt, auch einen Schmetterling auf der Toilette zu haben, schreibt es mal in die Kommentare oder wie findet ihr den Klondeckel? Also meiner ist er nicht. Ich habe den nicht ausgesucht. Ich habe damit nichts zu tun. Die Toilette ist übrigens von Figur. Guck, Figur. Ich dachte, das ist immer alles ideal Standardbecken. So, der Thomas ist auch schon da. Der ist gerade angekommen. Guck. Thomas, na? Oh, du bist aber flauschig geworden. Oh, komm mal her, du. Und neben Thomas haben wir natürlich auch noch was von Jonas. Und das sieht so aus, das ist hier diese Dino-Wippe. Guckt euch das an. Also ihr könnt da schaukeln. Und dann könntet ihr sogar hier die Räder
Die könnt ihr umklappen. Oh mein Gott, was ist das denn wieder? Das ist wieder typisch Pupsi. Richtig nice, aber wird wahrscheinlich nur einmal benutzt und dann nie wieder. Und dann kann er sich draufsetzen und dann zack, mit der Nase gegen die Wand. Okay, oder auch nicht. Ist schon wieder die ganze Wohnung kaputt. So, Jonas gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Der hat auch schon Füße entdeckt. Also brauchst du gar kein Spielzeug mehr. Einmal Schuhe und dann passt das. Yes! Weg ist er. Adria Schreibtisch. So, der Schreibtisch steht auf jeden Fall. Sandra hat sich nämlich einen neuen Schreibtisch bestellt fürs Homeoffice. Den habe ich jetzt aufgebaut. Guck dir das mal an. Da fällt sogar die Flasche rum. So, ihr kennt alle vielleicht noch mein Samyang-Regal. Guckt es euch an. Eigentlich war da immer Samyang drin. Wo ist das Samyang hin? Da ist das Samyang hin. Ich habe das Samyang gefunden. Auf der Sackkarre. Drei volle Kartons Samyang. Und da habe ich halt den einen noch gar nicht ausgepackt, der neu gekommen ist. Aber das muss jetzt auch alles rüber. So, und es regnet natürlich. Das ist das Beste beim Umzug, immer mit Kartons. Regenwetter. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie Naturin sich immer gefühlt hat, als er mit der Klappsackkarre, mit der Sackkarre, mit der verschmierten Sackkarre immer wandern gegangen ist, weil er auch so einen richtigen Oschi dabei hatte, mit so zwei fetten, hässlichen Griffen dran. So ein richtig fettes, teures, schweres, brutales Ding. So, und damit das Samyang-Regal auch an seinen gerechten Platz kommt, muss diese Tür weg. Die ist ja eh viel zu gefährlich. Stell dir mal vor, du läufst da dagegen, geht sie kaputt. Jonas macht da rum, geht sie kaputt. Also, Tür weg. So sieht das dann ungefähr aus, wenn die Tür weg ist. Jetzt fehlt nur noch das Regal. Und so sieht es dann aus, wenn das Samyang-Regal angekommen ist. Ihr hättet sehen müssen, wie ich das alleine gerade über den Innenhof gezerrt habe, auf der Schulter, wie Brock Lesnar mit dem Delfin beim SummerSlam. Jetzt müssen wir es nur noch befüllen. So, hier habt ihr jetzt auch mal kurz einen Blick in unseren alten Keller, wenn man den aufmacht. Muss man hier die Lampe anmachen vielleicht ein bisschen. War nicht groß, wird gerade ausgeräumt, rüber in den anderen Keller gehangen. Und ja, war aber übersichtlich. Also es war übersichtlich, es war auch nicht gruselig. Da steht ein Stuhl, da setze ich mich immer hin, wenn ich mich abkühlen will. Wenn ich dann umfall, falle ich auf die Matratze. Das war immer perfekt. Das Bier ist schon leer, das war der alte Keller. So, und das ist jetzt der neue Keller. Dann machen wir mal das Licht an. Gehen mal hier so rein, wenn wir die Tür aufmachen. Dann werde ich denken, hä, der ist aber klein. Aber da geht es um die Ecke rum. Und dann geht es dahinter. Und dann habt ihr hier, Moment, da habt ihr hier noch so ein Gruselregal. Und das Gruselregal ist fast leer. Sandra hat das vorhin alles hier reingeschmissen. Der Kinderwagen wird ja eh verkauft. Die Babyschalen werden verkauft. Hier, das ist wertvoll. Das ist ein Zelt. Da hat der Thomas mal drin geschlafen. Richtig genial. Auf jeden Fall, wenn der ganze, wenn endlich mal Sperrmüll ist, mal sperrmüllmäßig mal hier was weghauen kann, sieht es hier auf jeden Fall dann auch wieder besser aus. Fahrrad kann weg, ist eh keiner mitgefahren. Wieder mal genial. Achso, hier ist ja auch noch Licht drin. Wenn ihr so macht, zack, dann habt ihr sogar Licht. Im Gruselkeller mit Gruselregal. Und der war frei, genauso wie der daneben. Den hätte man theoretisch auch nehmen können. Ich finde, er ist übersichtlicher, weil der ist einfach nur so. Der hat halt kein Gruselregal, der hat halt einfach nur hier so ein paar Fächer. Aber mir hätte das gereicht. Ich brauche ja nicht so viel Schrott. Deswegen hätte mir der Keller gereicht. Gehst du rein, bist du drin, kannst du rausgucken. Ne? Aber jetzt haben wir halt den hässlichen, langgezogenen mit Gruselregal, wo man eh nicht rankommt. Und das Beste ist ja eine Tür. Sandra gesagt, das macht mir am meisten Angst. Das sieht aus wie Blut. Das sieht voll gefährlich aus. Ich habe gesagt, ja, hier ist ein Nagel umgeknickt. Vielleicht ist da mal einer rückwärts gegen den Nagel gesplattert und das ganze Hirn ist rausgelaufen. Dann haben sie da nachträglich, haben sie den Nagel dann hochgebogen und ja, der spielt kein Pokémon Go mehr. So entstand übrigens der Begriff mit der Tür ins Haus fallen. Ja,
Denn wenn man in der neuen Wohnung die Tür rausmacht für Samyang-Regal und in den Keller bringt, muss man in der alten Wohnung natürlich die Tür aus dem Keller wieder reinmachen in die Tür. Weil da war das Regal, weil da war ja auch eine Tür. Und die ist viel leichter als die andere. Ich bin fast gestorben. So, hier seht ihr jetzt alle Ramses Kitchen-Folgen und alle Pokémon Go-Livestreams und Folgen in einem Karton zusammengepfercht. Den Staub gab es gratis dazu. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das muss auf jeden Fall mit, ne? Eigentlich mit Thomas, aber Thomas ist noch nicht da und ich muss es jetzt schon rüberpacken. Aber irgendwie kriege ich das schon hin, ne? Keine Ahnung von nix. Zack, Fahrstuhl auf. Und da ist der Schreibtisch, wer Bock hat für zwischendurch, kann auch noch eine Runde Fußball spielen, ne? Den müssen wir jetzt auch noch irgendwie rüberkriegen. Oder wir warten, bis die Tür zugeht. Problem gelöst. So, mal ganz kurz, der Thomas kommt nämlich heute Abend, deswegen möchte ich euch mal den aktuellen Zwischenstand zeigen. Das ist jetzt der Flur. Das ist jetzt das Muttertier im Bad. Achso, soll ich das Licht wieder ausmachen? Wieso gehst du denn ohne Licht rein? Wir haben doch Licht. Ja, warte, ja. Joppa! Das ist jetzt die Küche, aus einer anderen Perspektive gezeigt. Das ist jetzt die Küche, das ist der Balkon und das ist das Wohnzimmer mit Streamingregal. Denn der Thomas muss mit mir mal meinen Schreibtisch, meinen PC, mein ganzes Gelumbe da anschließen. Dafür kommt er nämlich und für den Gefrierschrank und für den Jonas. Da ist doch schon der Jonas. Ich brauche doch aber den Thomas, nicht den Jonas. Das ist übrigens das Schlafzimmer mit Kinderbett. Das steht erstmal noch hier, weil eigentlich muss das Kinderbett dann in Jonas sein Zimmer. Das Jonas sein Zimmer, sieht man ja, fehlt nämlich das Kinderbett, weil da muss ja Sandra erstmal arbeiten im Homeoffice. Und hier haben wir dann das Zimmer. Was? Und hier haben wir dann das Zimmer von der Kröte, ne? Die wieder reinklappert. Hallo Kröte! Du hast gesagt, ich soll dich mal Kröte nennen. Die hat jetzt sogar ein Skateboard. Da ist gleich ein Loch in der Wand. Huppa! Da fehlt halt noch der Kleiderschrank. Und die Pinnwand. Und irgendwie war der ihr Fernseher mal an der Seite und jetzt hat sie den an der Seite, damit es, keine Ahnung. Und das kennt ihr vielleicht noch aus einem anderen Video, das hat sie nämlich gewonnen an der Losbude und das ist eine dicke, fette Ananas, glaube ich. Tschüss. Tschüss. So, und das ist jetzt nochmal kurz der Überblick in der alten Wohnung, der Reststand, wie er gerade ist. Also hier habt ihr auch wieder natürlich die Toilette. Da geht natürlich kein Licht mehr. Da war eine Badewanne drin, aber jetzt gibt es keine Badewanne mehr. Guckt euch die Badewanne an und hier, die muss der Thomas da, wenn er kommt, nehmen, die Waschmaschine. Dann habt ihr den Flur gehabt, ja, da hängt noch Wäsche, da stehen noch Bilder, die hässliche Kommode muss auch noch mit. Dann habt ihr den Blick in die Küche, da steht das Muttertier, die Küche war damals schon drin, das heißt, die Küche bleibt hier. Was aber mit kann, ist der Kühlschrank, hallo Thomas, dann ist dieser Schrank, hallo Thomas, das kann alles mit. Hier der Rest Küche natürlich, da ist noch ein Tisch, weil da möchte ich heute Abend, wenn alle in der neuen Wohnung sind, in der alten Wohnung noch schnell ein Video aufnehmen. Da liegt die Molly. Hier ist der Rest von dem Wohnzimmer, PC-Ecke. Adi Schatz, alles Gute. Wir müssen jetzt gleich auch die Katzenüberführung machen. Und das Sofa kommt auch weg. Ich habe es dem Thomas schon gesagt, er wollte auf dem Sofa schlafen, das kommt weg. Der muss woanders schlafen, der kann nicht auf dem Sofa schlafen. Aber die Katzenüberführung, denn dafür haben wir zwei Katzenbehälter dabei. Das machen wir aber privat, da zeige ich nur, wie ich die wieder rauslasse. Ach so, was ich vergessen habe zu zeigen, das ist also das alte Schlafzimmer. Jetzt müsst ihr euch auffallen, hä, die Räume sehen doch alle gleich aus. Aber hier, hä, Jonas sein Zimmer, was, Maries Zimmer, was ist denn da los? Aber es fehlt das Zimmer, was extra ist. Also eigentlich ist es exakt genau die gleiche Wohnung, nur dass da ein Raum mehr ist. Perfekt. Und es ist nicht mehr Förderstock, sondern zweiter Stock und Stock im Arsch und alles ist dabei. Jetzt kommen die große TV Total. Katzenfreilassung. Mach mal, warte mal, die Tür mach mal andersrum auf. Dass die nach links aufgeht und die nach rechts. Und wer macht das Rennen? Wer ist der Erste? Oh, die schnüffeln. Guck dir das an. Die hat die ganze Zeit miaut im Fahrstuhl. Der traut sich gar nicht mehr raus. Adi. Adi, Schatz. Und den haben wir vergessen, der ist auch noch da. So, Molly ist schon weg. Adi geht auch jetzt raus, langsam, auf den neuen Teppich. Auf den neuen Teppich. Der war mal rot, jetzt ist der lila und neu. Jetzt kann Jonas keine roten Fusseln mehr sammeln. Jetzt muss er lila eine Fusseln sammeln. Guck mal, wie so eine Bockwurst quetscht er sich über den Boden.
So, aber jetzt müssen wir eigentlich zum Bahnhof, weil jetzt müssen wir einen Thomas abholen und dann mal gucken, was wir mit Thomas noch alles machen können. Grüße gehen raus an Thomas. Nein. Thomas! Nein! Da ist er doch, der Hühnerschräger. Und hast du Hunger? Zum Glück gibt es hier schon einen Dönermann am Bahnhof, wo man sich gleich was reinziehen kann. Also ich habe nichts, ich bin auf Diät. Ist aber nur schlecht. Ich habe um 8 Uhr letztes Mal was gegessen. Ach so, na dann ist halt was. So, da haben wir erstmal was zu essen mitgenommen vom Bahnhof. Das sind jetzt Pizza, Brötchen mit Schinken, Käse für Marie, bitteschön. Ja. Mein Schatz, ne, für das dich, lass es dir schmecken. Oder? Dann haben wir hier einen Burger, richtig genial verpackt in Zeitungspapier, so kennt man das. Einen für Sandra, einen fürs Muttertier. Müssen nur gucken, welcher ist. Thomas die Glatze. Das sieht aus wie Thomas die Glatze und ihr seht, das ist doch... Chili Cheeseburger für Sandra. Oh, ist der lecker, ist der saftig. Sandra, mein Gott. Das ist der Cheeseburger für das Muttertier, bevor sich der schießt. Mit Tomaten. Zum Glück hat Pupsi sowas nicht. Durch den Käse. Guck doch mal, klebt da der ganze Deckel drauf. Und zum Schluss noch eine Pizza für den Thomas. Und zwar eine mit Dönerfleisch, hat er gesagt. Dönerfleisch. Ja, Käse ist da bestimmt drauf. Vielleicht noch ein paar Zwiebeln. Knoblauchsoße, so. Was? Ist der Ramses. Wenn ihr wisst, was der Ramses ist, dann schreibt's mal in die Kommentare. So, nach dem Essen, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Wir waren jetzt einfach nochmal in der alten Wohnung. Der Thomas hat mich dann geduscht, sozusagen. Jetzt habe ich mich neu eingekleidet. Auf die Dicken, richtig sommerlich. Jan Sendarie schwitzt, ne? Wieso nicht gleich auf die Idee gekommen, mal was Luftiges anzuziehen? Der will jetzt mit mir den PC machen. Der Le Biscuit. Die Wagenschmiere, ne? Die hat jetzt ihre restlichen Sachen auch noch da und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen mit dem Schlafen. Er will wirklich in der alten Wohnung schlafen, auf dem Sofa. Nötigt mich, da mitzuschlafen. Kann ich das verantworten? Kann ich Sandra und Jonas alleine lassen? Mit Marie? Das ist die Frage. Aber das Muttertier ist ja da. Die würde die Situation schon retten. So, das ist der Thomas am nächsten Morgen. Der sucht gerade die Katze. Ich habe die Katzen vorhin gefüttert. Vielleicht hat es auch der Thomas gegessen, ich weiß es nicht. Und seine erste Instanz war, die anderen sind nämlich irgendwie alle einkaufen. Wir zwei haben jetzt den Gefrierschrank hier rüber buxiert. Den guten alten aus Sibu. Guckt euch das an, der ist auch komplett gefüllt. Den haben wir so komplett gefüllt mit rübergenommen. Und unter allen, die unter dieses Video schreiben, verlosen wir den Gefrierschrank. Nicht Spaß. So, der Thomas trinkt, weil die zweite Instanz, der Kühlschrank, der ist nämlich jetzt da. Jetzt müssen wir erstmal festlich hier das Band durchschneiden, durchtrennen. Und wir haben auch den Kühlschrank nicht ausgeräumt. Oh mein Gott, das sieht man auch, weil da fällt nämlich jetzt einfach alles raus. Also wir haben den nicht ausgeräumt, wir haben den einfach so hier rüber gezerrt. Jetzt ist alles nach hinten geflogen. Und so sieht das dann aus. Das Prime Goldberry. Und den Rest müssen wir auch hier irgendwie reintun. Und so können wir das machen. Perfekt. Le Biscuit. Jo. So, mittlerweile ist auch die Waschmaschine da. Die hat der Thomas gefühlt eigentlich auch komplett alleine genommen. Weil der Thomas, der kann das. Der Thomas ist der Beste, wenn es darum geht, richtig krass zu sein. Und hey, funktioniert sogar noch. Und darauf erstmal ein... Rote Bräu. Ne, warte, wie heißt das? Rotterbräu. Nee, rot. Rot. Erstmal ein Bierchen jetzt. Das haben wir uns verdient. Nee, oder? Kannst du mal kurz das halten so? Ich will einfach nur mal das Bier aufmachen, während du deine Standpauken hältst, damit der Thomas... Dieses blöde Papier. Damit der Thomas... Mal ein wie das heißt blöde ein, Papier. Ein Tannenzapfenbier. Thomas... Tannenzapfenbier. So, mal ein... Rothauspilz probieren kann. Hier Thomas, du bist nicht der Thomas. Hier Thomas, du bist der Thomas. Danke. Für dich kurz mal ein Bier. Und bei mir hat sich schon der Rothauszipfel gebildet. Danke, dass du da bist. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Ne? Prost. Prost. Ich spare mir demnächst die Worte. Was ist das? Katze, Kind und Muttertier. Muttertier, probier mal Bier und sag mir, wie es schmeckt. Komm schnell ran mit der Kusch, wir sind live, wir sind live. Hab ich kein Glas. Live, schnell. Jonas ist hinter dir, ne? Ja, ich bewege mich kein Millimeter. Und schmeckt's. Ist er rechts neben dir? Jonas? Ist er bitter? Ja, also bitter schmeckt's nicht. Das schmeckt hä? Nicht, ja. Ich find's bitter. Nee, ich find's nicht bitter. Bitter und herb. Also, geht. Relaxo, Relaxo ist auch da. Okay. Schlüpferboy ist auch da. Thomas! Le Biscuit, so. Jetzt drehen wieder alle durch, aber wir sind noch nicht fertig.
Hier ist noch zu viel Platz in der Wohnung, wir müssen noch mehr Müll reinbringen. So, als Frühstück gibt es übrigens hier dieses fett belegte Salami-Brot. Thomas hat seins schon weggeatmet, hat's geschmeckt. Leicht zu salzig, aber passt. Zu salzig, nicht so viel Sojasauce trinken dann vorher. Dann ist es auch nicht so salzig. So, zum Mittag gibt es jetzt nochmal so ein gutes Rote aus Dannzäpfle. Hast du nicht gerade gesagt, es schmeckt nicht? Genau. Und noch ein Thomas Slim Biscuit mit Schnitzel in der Schnitzel Edition, weil irgendwie wollten wir Salami, aber Sandra hat Schnitzel und Salami mitgebracht. Deswegen guten Hunger, Thomas, und Prost. Da hinten werden schon wieder die Kinder verschändelt. Grüße an Naturin. Was machst du da? Was machst du da mit deinem Arm? Bist doch verboten, oder? So, jetzt haben wir wieder den vollen Schrank mit Töpfen und Zeug mal rübergezerrt. Wenn wir da reingucken, wie es da jetzt aussieht. Einmal ab. Nochmal ab. Hier unten ab. Wenn wir hier oben gucken. Ja, das sieht gut aus hier. Ohne dich ist alles doof. Oh, Kitchen Chaos. So hätte ich das Ramses-Format nennen müssen. Statt Ramses Kitchen, Kitchen Chaos, weil es ist immer sehr chaotisch. Und jetzt pass auf. Nichts ist rausgefallen. Das ist ja richtig cool. Da ist noch alles drin, ne? So, können wir es wieder reinwerfen. Das war's von meiner Seite aus. Zu. Geht nicht. Jetzt. So, also irgendwie wollten wir jetzt gerade rüber und wollten das Nachtschränkchen holen und irgendwie so ein Schneidbrettchen, was ganz dringend benötigt wird. Thomas hat ganz kurz mal hier dieses Prime Glowberry probiert und getestet. Aber ihr seht schon, Thomas sitzt, ich sitze. Es regnet. Und irgendwie haben wir jetzt gar keinen Bock, da rüber zu gehen und irgendwie die Sachen zu holen. Regenpause. Aber das heißt, ich habe ja noch mein Rothauspilz. Und jetzt warten wir, bis es noch mehr regnet, damit wir noch weniger Bock haben, rüber zu gehen. So, wir haben es endlich geschafft, durch den Regen in die alte Wohnung zu kommen. Und hier stand immer eine Kommode. Die haben wir jetzt weggenommen. Und guckt euch das mal an. Wie viele Haarringe, Gummi, wie nennt man denn die Kacke? Haargummis, ach mein Gott. So viele Haargummis hat der Adi hier gesammelt. Guckt euch das mal an. Der klaut jeden Haargummi, der schnippt den rum. Sobald er unter den Schrank fliegt, holt er sich einen neuen. Das ist der Adi, Schatz. Alles Gute. So, das ist der Thomas und er freut sich gerade, weil er gesagt hat, guck mal, das sieht aber jetzt freundlich aus, ja. Für mich sieht es aus, als hätten die zwei gerade eine Bank überfallen, haben die ganze Kohle hier in diesem Beutel drin und wollen jetzt flüchten. Hoppa! Oh, wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Wenn ihr wisst, wo die hin sind, dann schreibt es meinen Thomas. Genau, in die Kommentare natürlich. Guten Morgen. Heute Sonntag. Der letzte Tag, wo Thomas erstmal da ist. So, den ganzen Tag war mal ein bisschen gehandicapt, weil es einfach nur geregnet hat wie Sau. Man einfach gar nichts machen konnte, nichts rübertragen konnte, nichts holen konnte. Es wäre alles aufgeweicht, gerade die Kartons richtig bescheuert. Wir sind jetzt trotzdem in der alten Wohnung, haben die zwei letzten Oettinger Cola, Bier, die schon ein Jahr abgelaufen sind. Und haben jetzt noch die ehrenvolle Aufgabe, hier die Softbox mit rüberzubringen. Plus den Tisch, den muss man irgendwie wieder auseinanderbauen, deswegen die zwei Bier, dass man es schafft, was zu bauen. Ansonsten, ja, stehen hier noch meine ganzen Kartons mit Sachen, die ich mal testen muss oder die geschickt wurden oder die für den Geburtstag sind oder Bierzugaben, Geschenke von der Shania, von dem Rest, von allem Möglichen. Ja, mal gucken, was das heute wird, denn heute ist Sonntag, heute ist Ruhetag. Das ist der Hammer, das ist das Oettinger. Das ist der Hammer. Das war das Oettinger.
Opa. Oh, Thomas. Und wir haben euch belogen. Also heute ist zwar wirklich Ruhetag, aber das ist am 24.10.23 abgelaufen. Also ist gar kein ein Jahr alt. Nur fast. So, der Thomas ist jetzt wieder weg. Aber der Adi nimmt den Platz ein. Der macht sich ja auch richtig fett, richtig breit. Guckt ihr das an. Adi, Schatz, alles Gute. So, ich möchte euch mal ganz kurz zeigen jetzt. Wir haben zwar noch kein Sofa. Wir haben noch keine Küche. Aber wir haben Molly. Guck, ach, jetzt wollte ich dich doch gar nicht erschrecken. Nein, wir haben jetzt die andere Wohnung leergeräumt. Und in der neuen Wohnung sieht es jetzt kurz so aus. Pass auf. Das ist eigentlich ja Jonas sein Zimmer. Da liegt der Mama ihre Matratze, weil die da jetzt die letzten Tage übernachtet hat. Da ist der Weihnachtsmann, da ist der Bär, da ist der Dino. Also ist nicht eingeräumt, dann müsst ihr eigentlich noch aufs Kinderbett hin. Dann verfolgen wir mal Pupsi durch den Flur. Und jetzt haltet euch fest. Das ist die Küche, die ist halt noch nicht eingebaut. Da muss ja noch der Silvio kommen. Dann läuft man weiter hier rüber und dann sieht man hier, oh, da ist ja alles zugestellt. Da ist noch mehr zugestellt, richtig genial. Und dann habt ihr ja natürlich noch das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, Jonas, das Wohnzimmer. Und hier ist eigentlich das Sofa, aber weil kein Platz ist für ein Sofa, ist hier halt jetzt, naja, alles andere einfach zugestellt. Aber das ist cool, man muss jetzt drüben noch ein bisschen malern, Bohrlöcher zumachen, Dübel aus der Wand, die Erdbeeren vom Balkon holen, wie es aber drüben aussieht. Das zeigen wir euch jetzt. So, und das ist aber jetzt hier die alte Wohnung. Da müssen wir, wie gesagt, noch ein bisschen was zumachen. Ihr seht, erst hat es in der neuen geschallt, jetzt schallt es in der alten Schlafzimmer, Kinderzimmer eben, genau wie in der neuen, nur dass da ja noch der extra Raum ist für das zweite Kinderzimmer. Dann habt ihr hier den Flur, ihr seht schon diese schönen, hellen, freundlichen Kacheln, ne? Und da überall in der neuen Wohnung ist das ja alles ein bisschen dunkler. Das war die Wanne, hat sich also ausgebaden. Und dann haben wir hier die Küche, die wir nicht mitnehmen können. Die ist jetzt drin, die bleibt ja auch drin. Da ist nur noch ein bisschen Werkzeug drauf. Und der Rest ist halt genau gleich. Balkon, zack. Wohnzimmer, Staubsauger, fertig. Was habe ich gesagt? Müssen dem Balkon noch mitgehen. Hier habe ich nämlich auch eine Zeit lang immer meine Videos gedreht. Saß ich immer hier vor der Wand, habe was gemacht, bis drüben irgendeiner gerufen hat, halt dein Maul, du Arschloch. Und da habe ich dann die Videos drin gedreht. Da habe ich dann Angst gehabt. So, was haben wir jetzt hier? Da sind Erdbeeren. Da werden Erdbeeren angebaut. Guckt euch das an. Ich sehe nichts. Wo hat die denn vorhin Erdbeeren gesehen? Jetzt muss ich nochmal hier oben gucken. Ich sehe immer noch nichts. Am besten wir lassen das hier. Da kann der Nächste, der in die Wohnung geht, gleich Erdbeeren essen. So. Ansonsten weiß ich nicht, wenn das Sofa steht und wenn die Küche steht, können wir ja nochmal gucken, oder? Genau. So, ich habe jetzt übelst Schiss hier auf der Leiter. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin nicht schwindelfrei, aber ich habe das gerade mal ausprobiert. Ich habe mir so einen blöden Haken genommen, bin hier so ganz leicht in dieses Dübelloch und dann habe ich dran gezogen und habe ich den Dübel draußen gehabt. Das geht ja so easy. Guck dir die Erdbeeren an. So, für die ganz heftigen Fettdübel haben wir natürlich noch den Spezialtrick. Wir nehmen einfach hier ein Schräubchen oder irgendwas. Ich habe jetzt hier so einen Haken. Gehen damit ein Stück rein, nehmen uns irgendeine behinderte Zange, das ist eine Kneifzange oder so, und dann ziehen wir den einfach komplett raus. Guckt euch das an, wie ein Tampon. So, das ist jetzt meine Ausbeute, das habe ich alles gesammelt. Kleine Dübel, große Dübel, Fettdübel, Ultrafettdübel mit noch mehr Fett dran, Grüße an Natururin. Und ja, jetzt bin ich eigentlich fertig, jetzt müssen wir noch die Löcher verputzen. So, heute ist Donnerstag und ihr wisst nicht, was passiert ist. Der Silvio ist da. Das ist der ohne Haare. Guckt mal. Ach nee, das ist er gar nicht. Der hat aber auch keine Haare. Das ist der Silvio. Der ist zufälligerweise ja Küchenbauer, ne? Oder wie nennt man das fachgerecht? Küchenmonteur. Küchenmonteur. Ist sogar noch Französisch mit drin. Arriba. Der ist auf jeden Fall jetzt hier.
Und der will die Küche machen. Deswegen haben wir in der Küche noch nichts gemacht. Es stand nur alles blöd dort rum. Ihr seht ja, da ist jetzt nichts. Hier sind überall Kartons und Schränke. Also ihr kennt ihn vielleicht unter Scheinux. Ne? So. Jetzt hat er hier sein ganzes Equipment, seine ganzen Koffer aufgebaut. Nachher hat er noch einen Live-Auftritt mit seiner Rockband. Ihr seht ja, steht schon alles dabei. Und das Highlight ist der Balkon. Da hat er nämlich jetzt einen Wrestling-Tisch aufgebaut. Den müsst ihr noch anzünden, wie bei der ICW. Das ist der Backofen. Da könnt ihr Pizza machen auf dem Balkon. Hier habt ihr endlich mal einen Tisch. Aber wer in der Küche keinen hat, hat hier einen. Da ist natürlich hier die Arbeitsplatte oder was weiß ich. Keine Ahnung, das wisst ihr ja, wie das alles heißt. Ich nicht und so. Ich muss jetzt Jonas fertig machen. Denn wir müssen jetzt wieder zum Kindergarten. Denn heute muss ich dich loslassen. Heute musst du mal krabbeln, du Bibi. So, da haben wir wieder mal einen Tag Kindergarten überstanden. Jonas lebt noch, hat sein erstes Löffelbiskuit gekriegt. 2 Tage Salzstange, hat er nein gesagt. Heute Löffelbiskuit hat er mitgenommen. Silvio ist jetzt auf dem Balkon. Der zündet wieder den Tisch an. Und das hat er bis jetzt gemacht. So sieht das ungefähr jetzt erstmal aus. Und er hat mir gerade schon auch gesagt, hier ist es eigentlich bündig mit der Wand. Da machst du ja Acryl rein, ne? Unser Freund und Helfer. Links ist auch Schlitz. Würdet ihr das so nehmen oder sagt ihr, ihr wollt dort den Schlitz und hier bündig mit Acryl? Das ist die Frage. Schreibt's mir in die Kommentare. Schau noch mal heimlich um die Ecke. Da ist er, guck, da ist er. Guck den euch an. So, jetzt gibt's erstmal kurz was zum Mittag. Mittagspause gemacht. Silvia hat sich hier so eine schöne Hühnerkraftbrühe besorgt. In der Mülltonne drin. Guckt euch das an. So ein Riesen-Oschi, so ein Becher. Das hat man ja in letzter Zeit schon öfters mal, diese Süßkartoffelpommes orientalisch gewürzt mit Ketchup, Mayo. Und jetzt guckt ihr das an. Da ist ein Fisch drin, dachte ich. Und was ist es? Kennt ihr den Film Das Kondom des Grauens? Das sah auch so ähnlich aus. Ich lese es mal vor. Eigentlich sieht es aus wie eine Frühlingsrolle, also wie eine Sommerrolle, weil die sind ja auch so durchsichtig. Hier steht Steinbeißerfilet Papillon mit Basmati-Reis in Zitronen-Buttersoße. So, was hättet ihr genommen? Das Kondom, die Süßen oder Silvius seine Sub? Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. So, da seht ihr jetzt den Maestro, wie er da sitzt, mit dem Arm auf dem gelben Sack, mit den Beinen auf dem anderen gelben Sack, so wie es aussieht. Da ist der Adi-Schatz, ne? Toll, jetzt ist er gerade auf mich zugelaufen, jetzt geht er wieder zurück. Und das ist das Ergebnis nach ein Dorf Arbeit. Ne? Das ist der Jonas, Schatz. Jonas, willst du dir die neue Küche angucken? Macht man das jetzt mit Licht oder ohne Licht? Ja, so sieht man es noch ein bisschen besser. Hey. Dann ist ja hier, da war mal ein Geschirrspüler. Hammer nicht mehr. Finde ich gut. Das sind die Mädels nicht so faul. Müssen auch mal was machen. So, da steht jetzt nur der Wasserkocher drauf, ansonsten alles in so grau, sieht halt richtig deprimierend aus, aber ist alles neu, sieht alles schön aus. Hier kannst du rausziehen, guck dir das an, das ist richtig genial. So hatte ich das in Hibu und eine Dunstabzugshaube, noch nie benutzt, weder bei mir noch bei Sandra, die alte, aber es ist einfach wieder eine am Start mit Licht. Und stell dich mal vor, hier werden jetzt Samyang-Videos gekocht. Das wäre doch richtig stark, dass du hier einen schönen, edlen Look hast, weiß beleuchtet. Also, bam! Deswegen habe ich die ganze Zeit ja keine Videos mit Samyang in der Küche gemacht direkt, sondern nur an dem Tisch dort, weil es ja immer so dunkel war. Jetzt sind auch die Vorhänge sind zu, weil die Sonne reinbrezelt. Aber mit diesem Licht werde ich wahrscheinlich trotzdem gar nicht nutzen, weil ich es immer vergesse, aber es hat was, es hat was. Danke Silvio für diese super geniale Küche. Die hat er nämlich hinten im Auto gleich drin gehabt und hat sie schnell hier reingestellt. So muss das sein, deswegen ging es auch so schnell. So, das Essen kam auch gerade an vom Istanbul wieder mal. Der Silvio hat sich einen Döner geholt. Dann gibt es einen Burger für Pupsi. Das müsst ihr, glaube ich, weiß nicht was das ist. Ein Cheeseburger, ein Chili Cheese. Dann für einen Silvio, ne, weil der hat ja noch nichts, noch ein Skorpion-Burger. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist scharfe, brutale, heftige Ding, was ich schon mehrmals gegessen habe. Immer wieder ein Erlebnis, immer wieder ein Abenteuer. Silvio möchte ihn jetzt auch mal probieren, auch mit 2 Scheiben Fleisch. Und was die Mama da gemacht hat, weiß ich nicht. Guckt euch das mal an.
Da haben sie letztens Gras gemäht vom Block und irgendwie ist es jetzt hier drauf geflogen. Also Pizza gemähtes Gras fürs Muttertier. So, was alle Ramses? Schreibt es mir in die Kommentare. So, bei uns ist jetzt hier Donnerstagabend. Der Silvio bleibt ja sowieso über Nacht da bis morgen. Morgen ist nochmal ein Tag Eingewöhnung Kindergarten. Und wir wollen jetzt, weil alle im Bett sind, uns vielleicht noch ein Plätzchen suchen. Bisschen chillen, bisschen draußen, bisschen Natur, bisschen frische Luft. Vielleicht was trinken, mal gucken. Ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick, wenn man davor guckt. Da ist nämlich eigentlich der Fledermausturm, da ist der Sonnenuntergang. Und hier nebendran ist ja sowieso überall Wald und Natur. Guckt euch das doch mal an. So, wir haben jetzt eine Location gefunden. Wir waren zwar da hinten auf der Superbank, wo die Sonne uns entgegenscheint. Das wäre richtig cool gewesen, aber die war ja so zugewachsen, alles voller Unkraut. Wir sitzen jetzt hier am Challenge-Tisch, wo ich mit Hannes immer die Bier-Tastings aufgenommen habe. Das ist doch richtig genial. Und da unten ist ein Spielplatz, aber da ist ja jetzt ein Sichtschutz. Ne? Das heißt, wir können jetzt auch hier sitzen. Der Silvio mag bestimmt jetzt mal diesen guten. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Silvio kennt. Das ist sein Magenzeichen. 1822, irgendwas mit Zolotkova Gorzka. Ne? Auf jeden Fall traditionell 34% ein Wodka mit Karamellnote, war das so richtig, ja, der Herr? Karamell-Wodka. Mach mal die Flasche ja, auf, das knackt doch jetzt bestimmt, oder? Oh, herrlich. So, wie ihr wisst, trinke ich ja kein Wodka mehr. Riechen. Riecht süß, richtig gut, ein bisschen so wie Weihnachtsplätzchen, frisch aus dem Ofen. Da freut man sich. Und da ich ja kein Wodka mehr trinke, seit der Bismarck-Tour muss ich jetzt mit dem Silvio natürlich Karamell-Limo trinken, weil das ist auf jeden Fall was anderes. Dann Prost! Ist cool. Danke, dass du da bist. Ne? Wir sitzen jetzt ein bisschen hier rum und lassen uns mal den Tag durch den Kopf gehen. Und das Gute ist, wenn man am Challenge-Tisch sitzt, du hast einfach drei Pokestops um dich herum, die wir jetzt auch gezündet haben. Das heißt, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Du kannst also hier sitzen, eine halbe Stunde gemütlich Lokmodul machen und einfach mal die frische Luft und die Atmosphäre genießen. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Flammarer. Guck dir das an. So, das ist der nächste Morgen. Seht ihr was? Seht ihr was Schwarzes? Seht ihr was Schwarzes mit Kopf? Wenn man das Licht anmacht, sieht man, oh guck mal, das Silvio. Oh, der freut sich so, weil es früher Morgen ist in seinem Lakritz-Anzug. Ja, gestern haben wir noch eine Fledermaus gesehen, die ist da immer über uns rumgeschwirrt und irgendwie wahrscheinlich hat die den gebissen, deswegen ist er jetzt auch eine Fledermaus. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Adi, Schatz, hast du Mittagsschlaf gemacht mit dem Jonas? Ja? Ist aber schön, dass du auf ihn aufpasst. Wenn man mal rausgeht und an die Tankstelle fährt und Bier holt, da ist das Kind nicht alleine zu Hause, weil der Adi, Schatz, der passt da auf. So, das war natürlich jetzt so ein Scherz mit dem Bier holen, ne? Das Muttertier ist ja da, die passt auf Jonas auf. Und, was ich lustig fand, ich habe jetzt die Erdbeeren vom Balkon geholt. Weil Sandra hat ja den Fable entdeckt, jetzt Erdbeeren zu züchten. Jetzt habe ich mir hier diese fette Schale geholt. Habt ihr einfach mal hier in den Eingang gestellt. Das muss eigentlich auf dem Balkon, aber irgendwie sieht es ganz cool aus, wenn das hier unten steht. So ein bisschen als Deko vorm Eingang. Und da drüben, pass auf, habe ich ja neulich noch gesagt, hier ist ja ein richtig schöner Platz, wo man auch mal grillen könnte. Aber da war alles voll Unkraut. Jetzt ist das Unkraut weg. Jetzt habe ich einfach den Balkontisch und die Balkonstühle mal kurz hier rüber gestellt. Da könntest du dich jetzt hierher setzen mit dem Silvio, mal Feierabends Bierle trinken, nachdem die Wohnung vielleicht doch irgendwann komplett fertig ist. Schweren Herzens muss ich euch sagen, wir müssen uns trennen vom, schaut es euch an, vom Ernesto Glas. Jahrelang Tastings gemacht, war immer edel, 600 Milliliter. Ernesto, du warst der Beste. Ernesto, rest in peace. Wir werden dich jetzt hier reingeben. So.
Der ist auch nicht kaputt gegangen. Der Ernesto war immer robust. Das hat ihn ausgezeichnet. Das heißt, ihr könntet jetzt den Ernesto wieder hier rausholen und er geht immer noch. Das ist Ernesto. So. Wir müssen aber jetzt was anderes machen. Keine Sorge, ich habe noch mehr Ernesto-Gläser. Wir brauchen nur Platz. Deswegen ist der Ernesto jetzt von uns gegangen. So, irgendwie hat das jetzt nichts mit dem Umzug zu tun, aber während der Umzugszeit sollte ich für ein Iswo und ein Freezy Trap meine Szene drehen, wie ich irgendwo an einem See oder im Grünen ein Bier trinke, für den ihr Musikvideo. Pupsi hat jetzt gefilmt, ich habe ein Bier getrunken. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Sehen wir dann im Musikvideo, aber der Weg hierher wäre auch wieder richtig räudig. Hier steht mein Bier. Ich habe mir jetzt dieses Corona extra gegönnt. Für das Musikvideo habe ich hier einen Jaritos-Öffner mitgenommen. Und jetzt muss ich davor zurück. Und dadurch, dass hier das ganze Wasser rausschwappt und da runter geht und da eigentlich auch alles langläuft, da aber überall Boden ist, ist es dort richtig matschig, richtig eklig. Danke an Pupsi, dass du da durchgelaufen bist mit deinen Adidas-Schuhen mit Streifen dran, weil die jetzt komplett versaut sind. Ich mit den Gummischuhen ab Scooty sind jetzt wieder sauber, aber ich kann euch ja mal zeigen nach vorne, wie matschig und eklig das ist, wenn man hier langläuft. Da drückt sich auf jeden Fall alles runter, dass du hier einen richtigen Matschabdruck hast. Hier sind auch überall Brennnesseln und Disteln und anderes Zeug und du sinkst hier schön ein. Aber hier geht's lang, hier geht's lang, pass auf. Hier ist wieder, oh, richtig schön mit dem Fuß drin. Guck dir das an. Das ist genial. Wir müssen weiter, wir müssen, hier ist Pupsi langgelaufen mit den normalen Straßenschuhen. Ach du Scheiße. So, schnell vor. Hier ist jetzt wieder trockener. Hier ist trockener, hier können wir kurz raus. Hier sind Brennnesseln. Ah. So, so sieht das jetzt aus, wenn man vorne ist. Deswegen habe ich die Strümpfe ausgezogen. Perfekt. Alles für ein Iswo und dann kann er es wahrscheinlich nicht mal verwenden, weil er sagt, die Location ist hässlich. Das müssen wir jetzt abspülen. So, hier ist nochmal eine andere Stelle. Da kann man jetzt diesen verschmierten Schuh einfach reinkrüppen. Zack, zack. Mal kurz hin und her gewedelt. Guck dir das an, wie neu. Neuer Gummischuh ist geboren. Ja, an dem ist noch ein bisschen Dreck dran. Aber da gibt es hier das Plörre-Rohr. Hältst du drunter. Dann ist er auch wieder wie neu. Das erinnert mich an diese komischen Schuhreiniger, die es in Kaufhäusern gibt, wo so eine Rolle dran ist. Du drückst oben drauf, die Rolle dreht sich, du hältst den Fuß drunter, damit der Schuh poliert wird. Hier, das ist die Rolle, Schuh drunter und dann ist der Schuh wieder sauber. Ah, oh, perfekt. Das ist eine tolle Geburtstagslocation, dass man sich die Füße mal abkühlen kann. Ich glaube, hier muss ich mal mit dem Hannes hin und hier zelten oder im Schlafsack draußen irgendwas machen. Das wäre cool. So, irgendwie ist mir gerade aufgefallen, dass ich ja gar nichts mehr habe, großartig, beim Umzug, was ich filmen kann, weil Thomas war da, Silvio war da. Eigentlich könnte man den Umzugsvlog jetzt auch beenden. Das Sofa ist noch nicht da. Ich weiß nicht, ob ich warten soll, bis das Sofa kommt oder auch nicht. Das ist so eine heikle Sache. Was aber eigentlich noch weg muss, ist der Umzugsbart, denn das war der Umzugsbart. Der ist in letzter Zeit einfach ein bisschen gewachsen, ne? Guckt euch das mal an. Wie der hier aussieht, auch ist es nicht herrlich, ja, so ein wildes Gestrüpp, vor allem hier beim Essen. Es ist immer schön, wenn du isst und kaust und hier ziehen sich die ganzen Haare da rein und du denkst einfach nur, bäh, bäh. Deswegen möchte ich jetzt den Umzugsbart noch ein bisschen trimmen und dann, ja, gucken wir mal, wie das gleich aussieht. So, das ist jetzt der Umzugsbart, also das, was abgetrennt wurde im Gesicht. Und das ist jetzt der Rest, der da ist, wenn man mal so guckt. Das sagt die Mutter immer, das muss doch alles weg. Das ist doch, wie kann man denn da Haare haben an der Wange, ne?
Und ansonsten ist alles einfach auf einer Stufe. Und es ist hier nicht mehr so pelzig. Aber was ist das denn? Es ist weiß, weißes Fleisch mit weißen Haaren. Ach, meine Güte. Ich sehe eigentlich immer aus wie 16. Wie kann ich denn jetzt graue Haare haben? Das passt doch gar nicht zusammen. Grüße gehen raus an Thomas und an Silvio. Na, alle, die das sehen. Vielleicht warte ich noch aufs Sofa und schneide das noch rein, aber das muss ich mir noch überlegen. Ansonsten würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. 16! Pass auf. Baby! So sieht das Regal übrigens dann aus, wenn das Regal eingeräumt ist. Also erstmal muss ich sagen, dass das Regal jetzt bombenfest ist. Hier ist mittlerweile auch Kabelbinder dran, dass das hier sich nicht wegbewegt. Und dann habe ich mal angefangen, das irgendwie zu befüllen. Dann sieht man hier unten zum Beispiel Adi-Schatz. Dann sieht man hier ganz viele Two Spicy Cups. Hier ist ein Adi. Hier ist ein einzelner Blauer drin, der muss noch getestet werden. Dann habt ihr die ganzen Samyang Rosé, die habt ihr hier drin gestapelt. Ihr habt wieder verschiedene Sorten Samyang, Samyang Bowls, Samyang Cups, scharfe Gummibärchen, andere Nudeln. Dann habt ihr hier verschiedene Challenges noch drin liegen. Ihr habt Salt Chip, Hot Chip, ihr habt Nudeln, die ich noch essen wollte, verschiedene Liköre. Und Hot Sauces, hier sind saure Kuddeln von der Bo. Da habt ihr was Eingelegtes von Bierschanga. Da habt ihr nochmal Soßen. Hier habt ihr noch richtig heftige Ghost Pepper Ramen zum Testen. Sriracha Chips. Ihr habt hier drüben nochmal von Hot Chip verschiedene wie Chutneys oder so. Ihr habt hier nochmal Soßen, andere Soßen, nochmal Cups, noch mehr Soßen. Hier oben auch heftige Soßen, Tabasco-Soßen mit Raspberry-Chipotle. Ihr habt hier Habanero-Chili, Werder-Currywurst-Soße, noch andere Sachen. Ihr habt hier die Saw-Box, ihr habt Harissa-Paste, lauter scharfe Sachen. Auch nochmal Samyang, salzige Bastarde aus Schweden. Und hier habt ihr nochmal Samyang auf dem Regal. Bull-Ramen, Konkurrent von Samyang. Dann aus dem Urlaub so andere Teile hier, kurz mal gezeigt. So sieht das dann aus. Auch nochmal hier so eine Packung, so komische Nudeln von so einem Typ. Gibt's auch drei Sorten, werden immer schärfer. Spicy Hot, Hot and Sour, Spicy Sesam. Hier den Mexican Tears Chili Kalender, anderes obendrauf. Also das ist ein Regal, da hat man jahrelang Freude mit. Da habt ihr gerade Pupsi gesehen, die ins Schlafzimmer ist. Da seht ihr gerade Adi nochmal wieder da sitzt. Und ich habe von Flamethrower Candy Aufkleber gefunden, die habe ich mir jetzt hier rangeklebt an die Seite. Das ist Brewhard Flamethrower. Brewhard Flamethrower. Und da habt ihr nochmal Flamethrower, nochmal Flamethrower. Und das ist ein Fisch. Den werfen wir nochmal hin zum Adi-Schatz. Alles Gute, da kann er sich dran reiben. Das ist das Samyang-Regal in seiner vollen Pracht. So, weil jetzt 100.000 Jahre vergangen sind, ich den Umzugsvlog noch gar nicht geschnitten habe, das Sofa aber doch früher kam, ist das perfekt. Dann kann das nämlich auch noch in den Umzugsvlog rein. Ich habe jetzt extra... Adi, Schatz, hast du dich gerade versteckt? Ich habe jetzt extra hier Platz gemacht, alles weg. Jonas hat sich die ganze Zeit hier rumgerollt. Jetzt hat es geklingelt, XXL Lutz kommt, bringt jetzt das Sofa hoch. Da ist ein Teil, da kommt gleich das zweite Teil. Mittlerweile haben wir Bedenken, ob das überhaupt die lange Seite hier hinpasst. Eigentlich sollte das nämlich genau dann hier stehen, dass du hier so klotzen kannst. Aber irgendwie stimmen die Maße von der Wohnung nicht mit der alten Wohnung überein. Obwohl du siehst, das ist genau identisch. Danach haben wir bestellt und jetzt irgendwie passt es nicht. Vielleicht passt es ja doch. Wenn nicht, keine Ahnung. Erstmal warten die netten Herren, tragen das Sofa sogar hoch durch den Keller. Muss gar nichts machen. Perfekt. So, der zweite Teil vom Sofa ist jetzt auch da. Sieht so aus und jetzt muss das irgendwie mal zusammengebaut werden. Ich weiß nicht, ob ich da schon anfangen soll. Warten soll, bis Pupsi irgendwann erscheint. Dann steht das da. Dann steht das da. Adi, Schatz, hast du dir schon wieder ins Höschen gemacht? Ist doch alles gut. Die Nudeln sind noch aus dem Regal gefallen. Vor lauter Schreck, aber Adi, Adi. Und habt ihr das schon gesehen? Ich habe jetzt Stickers angebracht an mein Samyang-Regal. Das ist doch genial, oder? Das ist jetzt von unten bis oben ein bisschen zugeklebt. Ich brauche mehr Sticker. Und dann knall ich das alles kaputt weg. So, der Flur ist jetzt voll mit Kartons. Der Waschkorb ist voll mit, ja, Plastik. Aber, Adi, Schatz,
das Sofa steht und theoretisch hat das Sofa jetzt sogar reingepasst mit einem kleinen Trick. Ich finde aber trotzdem, ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Das ist so fett und breit und vorgeschwulstet. Dann hier hast du das Teil. Jetzt wird es genau abschließen mit dem Samyang-Regal. Und hier kannst du trotzdem noch vorbeilaufen. Aber eigentlich gehört das ja noch dahin und es passt nicht. Normal wäre das nämlich hier noch eine Lehne, die also noch ein Stück weiter hinten wäre, dass sie nicht hervorragt. Aber dann schließt das hier ab, dann kannst du hier gar nicht mehr durchgehen. Was ich an der Lehne cool finde, du kannst nicht nur so deinen Arm draufpacken, du kannst sie so ein Stück hoch machen und dann hast du so eine Schräge, ja? Guck, du kannst sie noch weiter hoch machen und das rastet immer wieder ein. Du kannst sie sogar so 90 Grad Winkel aufrecht hinstellen, guck dir das an, so sieht's dann aus. Und dann hast du hier auch eine Lehne, kannst du dein Genick drüber beugen. Dann machst du einen Knigger und machst das wieder rum. Das gleiche habt ihr auch dort, die habe ich jetzt hochgemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bleiben soll oder nicht. Vielleicht ist es dumm, wenn hier nichts ist, weil man da immer runterfällt. Ne? Das passiert ja immer, habe ich gehört, wenn man auf dem Sofa sitzt. Oder ob wir alles nochmal ummodeln müssen. Ansonsten ist das jetzt auch nicht hier zusammengeschraubt. Weil es steht halt jetzt erstmal. Es steht. Und das, irgendwie kannst du das ja hier auch hoch machen. Warte mal. Also mit einer Hand jetzt wieder schlecht. Wo ist denn jetzt der dumme Bändel hin? Adi, Schatz. Also der Adi hat jetzt irgendwie mitgeholfen. Der ist jetzt unter das Sofa geklettert. Und jetzt scheint das hier auch Halt zu haben. Und ist jetzt auch einigermaßen eben. Guck doch mal. Das ist eben. Aber hier das Stück ist trotzdem irgendwie ein bisschen unten. Komplett Wohnzimmer voll mit Sofa. Tja, hätte man mehr Platz, hätte man ein Haus, hätte man das Sofa in das Haus gestellt. In das größte Wohnzimmer der Welt. So groß wie meins in Hibu damals war. Das wäre es gewesen. Was ist das für eine Rattenfrisur? So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso es überhaupt ein neues Sofa gibt, die Katzen haben einfach mal was anderes gebraucht. Ein anderes Bett. Ne? Der Adi macht sich auf jeden Fall bequem. Die Molly macht sich auch bequem. Lebt sie noch? Molly, guck mal, bist du im Fernsehen? Die lebt auch noch. Adi ist auch wieder da. Wir lassen die zweimal in Ruhe. Vielleicht irgendwann verstehen sie sich doch noch, oder? Ihr kommt doch klar, irgendwann. Solange wir nicht streamen, ist alles gut. Im Stream drehen die immer durch. Wenn man nicht streamt, dann sind die immer total friedlich. Finde ich immer richtig genial.